Hallo zusammen, herzlich willkommen zum zweiten Teil von Panzer Corps 2. Wir spielen weiter im Spanish Civil War DLC. Alleine schon nur, weil der eine Kommentar direkt gestern drunter war. Ach, sorry mal für das Piepsen hier, Maschinen jetzt gleich aus. So, Kommentar drunter war so, ja, klar, machen wir noch ein bisschen mehr, kann man mal angucken und so. Und da ich das sowieso spiele, also da ich den DLC eh spiele und mir das da mal alles so ein bisschen reinziehen will, kann ich so einfach direkt mit aufnehmen und ein bisschen labern. Das letzte Video ist wesentlich länger geworden, als ich dachte. Deswegen gucke ich jetzt hier immer mal, dass ich so ein bisschen was erzähle, während ich einfach weiter zocke, damit wir auch ein bisschen vorankommen. Ich habe die zweite Mission hier schon angefangen gehabt, aber dann hatte ich mir danach gedacht, also ich war so mittendrin, habe da irgendwo abgespeichert, dann war irgendwie der Kommentar im Video und da habe ich gedacht, ach weißt du was, damit da keine Lücke drin ist, machen wir einfach direkt richtig und nochmal neu. Ich gucke gleich mal nach dem Spielsound, ich hatte den nämlich nochmal ein bisschen hochgestellt, vielleicht muss ich wieder ein bisschen runter machen. Kurzer Check, ob's Video läuft, scheint aber so zu sein. Dann würde ich sagen, gucken wir mal, genau hier sind wir im Prinzip beim letzten Mal auch rausgegangen. Und zwar ist ja das Ding, wir sollen jetzt hier die spanischen Nationalisten unterstützen, hier die Republikaner platt zu machen. Und wir dürfen aus welchem Grund auch immer keine Infanterie einsetzen. Also Bodentruppen ja, also wir sind hier nicht die Amerikaner mit nur Flugzeugen, aber Bodentruppen schon, aber jetzt keine Infanterie. Allerdings haben wir für diese Mission hier italienische Unterstützung bekommen und die dürfen wir nämlich voll einsetzen, auch als Bodentruppen und so. Problem, das sind keine Kerneinheiten, sondern nur Support. Das heißt, die sind nach der Mission eh wieder weg. Und das ist immer so eine Sache, investiert man da rein oder nicht, weil die sammeln Erfahrung, ich kaufe die vielleicht irgendwelche Sachen, weiß ich nicht, und dann sind sie wieder weg. Das ist ja nicht so geil wie jetzt bei den eigenen Kerntruppen. Deswegen, bevor ich jetzt hier Hilfstruppen kaufe, werde ich erstmal gucken, dass die Sachen, die wir quasi aus der letzten Mission, also zwei sind schon bei, einen so ein Panzer, einen Infanterietrupp, dass wir die Sachen aus der letzten Mission erstmal hier wieder replenischen, also wieder auffüllen und vernünftig aufstellen. Und wie ihr seht, also ich weiß nicht, ob die was überarbeitet haben mit dem, Erfahrungssystem. Auf jeden Fall bekommt man recht langsam Erfahrung. Da stand ja was von wegen maximal 2,5 Sterne. Finde ich ja auch sinnvoll, weil wir sind ja hier eigentlich noch in einem Vorkriegskonflikt. So dass man, also dass es ja dann irgendwie keinen Sinn machen würde, dass man quasi den Krieg auf deutscher Seite schon mit den absolut erfahrenen Elitetruppen anfängt. Ne? Wobei ich ja denke, dass hier der Einsatz auch in Spanien zum einen war, um das alles so, ja, ich sag mal, für die Nationalsozialisten in Deutschland in die richtige Richtung zu schieben, aber auch zum anderen, um einfach schon mal Material zu testen. Ne? Also so, sowohl hier Einheiten, ein bisschen Erfahrung sammeln und so weiter. Und ja, deswegen gucken wir einfach mal. Ich mache jetzt im Moment immer, das habe ich sonst im Spiel nicht, selbst wenn die nur so wenig Erfahrung haben, nehme ich schon Elite-Replacements, weil das geht mir so langsam mit dem Erfahrung sammeln und da habe ich keinen Bock, dass das dann, weil die echt schon einen enormen Vorteil haben gegenüber unerfahrenen Truppen. Deswegen gucke ich einfach, dass ich da dann immer entsprechend auffülle, wenn ich es denn nicht vergesse. Anderes Ding ist, unsere Einheiten sind wie sonst bei Kriegsanfang nicht wirklich überlegen gegenüber den Gegnern. Deswegen gucke ich mal, dass wir hier tatsächlich doch mit Überstärke spielen. Normalerweise kann man hier, wenn man upgraden drückt, jetzt hier geilere Einheiten kaufen, wenn es denn schon welche gibt. Gibt es noch nicht. Aber wir hatten ja letztes Mal schon gesehen, hier diese, selbst diese erbeutete Kackpanzer hier, ist unserem Panzer 1 Ausführung A auf jeden Fall überlegen in ungefähr allem. Und deswegen wechsle ich natürlich nicht auf dieses Kackding hier, sondern ich werde jetzt einfach mal gucken, dass wir bei unserem bleiben. Aber ein bisschen Überstärke einkaufen. Weil ihr seht das hier, wenn ich jetzt zum Beispiel 11 statt 10 Panzer hier drin habe. Klar, wird ein bisschen teurer. Aber ich bleibe, ich glaube, jetzt steht er noch auf dem BT4. Aber ich glaube, Moment, BT5. Überstärke, so hier. Genau, wenn ich jetzt hier 11 nehme, dann wird er zwar etwas teurer, aber ich bleibe bei einem Zweierfeld. Also ich belege trotzdem nur zwei Felder, weil wir auch zur Erinnerung Panzergeneral und Blitzkriegsstratege genommen. Panzergeneral heißt, wir können mehr Panzer quasi führen. Also wir belegen weniger von diesen Kernarmeefeldern hier. Und deswegen werde ich die jetzt einfach mal so ein bisschen hochpimpen. Wir gehen mal ruhig auf 3 und wenn ich schon 3 Felder belege, dann natürlich hier das höhere, ne? Zack, upgraden. Seht ihr da unten, kostet mich jetzt ein Feld extra.
Und jetzt seht ihr das gleich nochmal. Da ein Feld extra und ein bisschen extra Kohle. Los geht's. Der behält sogar seine Erfahrung dabei. Das ist ja schön. Das mache ich jetzt einfach mit allen meinen Panzern, damit die etwas, ja, etwas mehr reinhauen, sei mal. Mit dem Ding können wir es vielleicht auch machen. Ich weiß nicht, ob sich das lohnt. Ah, okay, hier sind die Stufen ein bisschen anders. Zumindest einen mehr. So, die Pack waren bisher nicht so geil, finde ich. Da werde ich jetzt auch nicht rein investieren. Die Flugzeuge sind den Gegnern definitiv unterlegen, deswegen gehen wir auch da auf Überstärke. Na, Problem ist, aber wobei, nee, haben wir so wie bei dem einen. Machen wir hier, zack. So, weil damit sollten wir gegnerischen Fliegern, selbst wenn die uns überlegen sind, einfach weil wir dann mehr haben, auf jeden Fall gut was entgegensetzen können. So ein bisschen die Russentaktik so, ne? Irgendwie, ja, wir haben es nicht richtig drauf, deswegen, und wir haben nicht so das geile Zeug, aber wir haben viel und viele Leute. Deswegen einfach den Gegner zu bescheißen damit. So, zu der Mission. Wir sollen, hier unten liegt das Schlachtschiff, die Jamie 1, oder die Jamie halt, vor Anker, und die ist uns ja beim letzten Mal oder in der letzten Mission ein bisschen auf den Sack gegangen, hat die so Seeblockade quasi eingerichtet, und wir haben aber die Möglichkeit, hier so ein Lager zu einzunehmen, wo wir U-52 Transportflugzeuge zu Bombern umrüsten können, und die sind dann in der Lage, dieses Teil nämlich kaputt zu machen. Das ist so die Idee. Also ist die, der Plan, hier vorzurücken, Flugfeld einzunehmen, Siegfelder einzunehmen. Und dann im Idealfall, denn das ist ein Bonusziel, sogar noch dieses Schlachtschiff kaputt zu machen. Und ich würde sagen, genau das machen wir. Wenn wir uns mal hier das Terrain ansehen, dodgen immer gerne mit Zangenbewegungen und Ähnlichem. Das geht hier nicht wirklich, wobei ich mich frage, ob man nicht hier unten sogar rumfahren könnte. Aber ehrlich gesagt will ich das gar nicht, weil Schiffe, Bombardierung und so, nee, brauche ich gar nicht. Die Nationalisten werden hier vorrücken, also beziehungsweise ich kann denen ja grob sagen, was sie machen sollen, aber der Plan ist, die rücken hier vor. Und hier ist das Terrain eigentlich ideal für Panzer. Deswegen werde ich meine Panzer alle hier oben aufstellen und hier quasi in so einer Zangenbewegung die alle kaputt machen. Plus die hier vorrücken lassen. Vielleicht nehme ich noch doch italienische Hilfstruppen dazu, weil ich hätte auch gerne ein, zwei Infanterieeinheiten, die hier vielleicht ein bisschen supporten können. Wobei auch Artillerie eigentlich geil wäre, aber gucken wir mal. Artillerie supportet auf jeden Fall hier. Das hatten die, glaube ich, auch in der Missionsbeschreibung gesagt. Hier, hilf uns doch mal. Da ist eine Pack, da ist eine Pack. Das heißt, hier unten stehe ich die Panzer gar nicht erst hin. Aber wir werden hier oben unsere Panzer rumziehen. Das ist, glaube ich, ganz gut. Den Aufklärer lasse ich auch da oben mit. Wobei, den könnte ich auch hier... Oh, nee, ich lasse den mit da oben fahren. Klar, wir stellen alle Flugzeuge auf, die wir haben. Hallo? Achso, jetzt ist er gesprungen von aufgestellten Einheiten zu... nicht aufgestellten Einheiten. So. So, jetzt haben wir noch die zwei Pack. Und ich könnte noch ein paar Italiener kaufen. Also ich will auf jeden Fall, wobei, ich könnte ja auch noch eine Artillerie kaufen, ne? Haben die Italiener ja auch. Mache ich, glaube ich, auch. Hier unten sieht man immer ganz gut die Werte, was die so können. Also wie teuer die sind, wie viele Einheitenfelder die belegen, Einheitenstärke, Sprit. Also es ist eigentlich so Bewegungsreichweite und sowas. Munition, das ist wie häufig der in einer Runde schießen kann, ohne replenished oder aufgefüllt zu werden. Schaden gegen Infanterie, Schaden gegen gepanzerte Ziele, gegen Flugzeuge, Schiffe. Bewegung 1 hat er halt voll wenig. Wenn der einen Truck dazu kriegt, dann hat er halt hier natürlich, wo war es, hier viel mehr. Pferdewagen hat ein bisschen mehr. Dann haben wir die Feuerreichweite, das ist ganz wichtig. Artillerie hat häufig eine höhere Reichweite als 1. Hier haben sogar 3. Es gibt aber auch so Lappendinger, die nur ein Feld weit schießen, aber dann mehr so supportmäßig sind. Dann haben wir den Initiativewert, Verteidigung gegen Panzer, gegen Flugzeuge, gegen Infanterie, halt ganz bad. Sichtweite total schlecht. Und was ist das hier? Zielart, okay. Achso, ja genau, das ist ein Unterschied, weil... es gibt zum einen eher diesen Moralschaden, den man macht, und Verschanzungsbrecher, das wird das wahrscheinlich sein. Also, und Unterdrückungsfeuer, genau. Also, genau, Unterdrückungsschaden als Vernichtungsschaden. Das heißt, das Ding hier ist nicht so sehr dafür gedacht, wirklich Gegner auszuschalten, sondern die niederzuhalten, die Moral zu senken, damit dann die anderen Truppen reingehen. Ja, ist eigentlich immer so das Hauptding von der Artillerie. Deswegen ist vor allem gut, dass sie weit kommt und hohen Unterdrückungsschaden macht. Ich werde mal, also so ein Dreier-Reichweiten-Ding wäre schon nice.
Wären die beiden hier, die sind natürlich auch relativ teuer, 100 mm oder 105 mm. Nehmen wir die hier mit dem Pferdewagen, ja klar. Dann können wir nämlich hier unten die Nationalisten noch ein bisschen supporten und okay, zwei hätte ich jetzt noch frei, aber da kriege ich glaube ich keine Infanterie mehr für. Naja, Brückenpioniere brauche ich nicht. Das kriege ich für zwei Panzer. Ein Spähfahrzeug wäre okay. Pack Scheiße. Oder eine Flugabwehr. Ah, die ist ziemlich teuer. Ne, habe ich keinen Bock drauf. War ein Flugzeug. So billig, das Flugzeug. Ja, okay. Nehmen wir ein Flugzeug. Und zwar hier. So. Ach so, aber ich kann es nicht aufstellen. Ah, Ewin, ich nehme es trotzdem. Dann kann ich den nachher einsetzen und aus der Reserve holen. So, nehmen wir eine Pack mit hier oben. Pferdewagen ist jetzt nicht das Beste, aber immerhin geht schon. Okay, und dann gucke ich nämlich. Entweder wenn ich den Flughafen eingenommen habe, kann ich den dann hier supplyen, also einsetzen. Oder wenn von mir was kaputt geht, dann kann ich das einsetzen. Da fällt mir ein, wir hatten doch, glaube ich, auch einen Helden gekriegt, den ich noch einsetzen kann. Und das geht eigentlich, wie war das nochmal? Hier drüber. Info, Helden, Held zuweisen. Genau. So, Anführer der Jürgen Schneider. Was macht, macht Anführer nochmal? Plus 1 Initiative für alle angrenzten Kommunen. Alles klar. Held zuweisen. So. Jürgen Schneider ist jetzt. Hallo? Was ist das denn hier für eine Scheiße? Hä? Ist der jetzt hier drin oder nicht? Ich glaube schon. Also da scheint noch irgendwas buggy zu sein. Ja, doch, ist er, weil auch hier, da ist die Anzeige, dass, also. 3 sind maximal, glaube ich, pro Trupp. Und da sieht man, Jürgen Schneider ist jetzt hier mit dabei. Okay, und ja, ich würde einfach sagen, wir starten mal und sagen den Alliierten natürlich direkt, die sollen angreifen und Aufstellung beenden. Los geht's. Ah, okay, ich fange auch direkt an. So, dann würde ich nämlich, die kann ich jetzt nicht befehligen, das sind halt Verbündete. Aber ich kann mit der Artillerie ja auf jeden Fall supporten. Schon mal ein bisschen die Moral senken bei den Gegnern. Bomber drauf schicken. Ach, scheiße, Flugabwehr. Ich habe aber schon geklickt. Doof. Hab ich einen verloren. Okay, ich schicke einen Jäger mit dahin zum Schutz. Da bombardieren wir und hier bombardieren wir. Dann schicken wir die anderen Flugzeuge noch. Sagen wir mal einen hier hin. Also die anderen Jäger und einen hierhin, den Aufklärer schiebe ich mal hier rüber. Ah, okay, da ist ein Jäger. Wenn ich da jetzt reingeflogen wäre, da hätte der den gekreuzt, dann wäre so Ambush Hinterhalt gewesen und der hätte den direkt angreifen können. Also er nicht. Ja, shit, hätte ich das eher gesehen. Normalerweise zieht man ja auch einen Aufklärer vor den anderen Einheiten. Hätte ich das eher gesehen, hätte ich jetzt meine Jäger direkt schon hier hinziehen können und den angreifen, weil jetzt, naja gut, jetzt stehen sie halt hier als Support für meine Bomber, ist auch in Ordnung. Aber wäre anders halt besser gewesen. So, dann gucken wir mal hier oben in diesen italienischen Dingenspanzer nach vorne. Unser Panzer nach vorne. Ja, kommt sogar bis nach da. Da ist sogar so ein richtiger. Das ist ja hier nur ein Aufklärer. Wir haben den überrannt. Das heißt, ich kann direkt weiter und da auch noch kämpfen. Die Frage ist, ob ich das will. Ah, hier ist jetzt der Anführer drin. Ich glaube, das ist neu, dieses kleine Symbol. Das war nämlich sonst nicht. Naja, auf jeden Fall ziehe ich hier schon mal ran. Aufklärer dahin zu kriegen wäre geil, schaffe ich aber nicht. Ah ja, und hier habe ich sogar eine Infanterie mit LKW, geil. Machen wir aber nur so. Jetzt die Frage, greife ich jetzt schon an? Ja, ich glaube schon, ne? Wir sind ja hier als Deutsche eher so blitzkriegmäßig unterwegs. Okay, der hat jetzt leider nicht geschafft, da noch einen wegzumachen. Das ist ein bisschen schade. Pack ziehen wir mal nach vorne, den Panzer. Dann könnte ich hier nochmal randalieren. Oder ich, ja doch, machen wir auch. Komm, Arschlecken. Ich dachte sonst erst hier meine Verbündeten, weil das sind ja nun mal, ne, sollen die halt darauf gehen statt mir. Okay, geil. Kein Panzer verloren, aber einen kaputt gemacht. So ist immer gut. Stell mal die Pack hier hin, was, shit, viel zu weit vorne ist, weil ja da die Gegner schon sind. Habe ich jetzt gerade falsch geguckt. Naja, Pech, würde ich sagen. Rücken wir hier einfach nach. Die Artillerie ziehe ich, der steht hier eigentlich nicht gut. Ich lasse trotzdem stehen. Okay, wir hatten schon Attack gesagt, machen wir nochmal und dann gucken wir mal, was die Verbündeten machen. Ein Stück Kaffee. Ach, Infanterie in diesem Spiel generell finde ich sehr stark.
Ja, auf so ganz offenem Gelände nicht so geil, aber es gibt ganz viele Stellen, da kommen Panzer einfach nicht weiter. Also sowohl von der Bewegung als auch einfach ja vom Angriff, von den Angriffswerten. Also wenn ich zum Beispiel, ich habe einen 10er Trupp Panzer, der gegen irgendwie einen 15er Trupp Männchen angreifen soll. Und ich würde zwei Panzer im Angriff verlieren, aber vielleicht fünf Männchen kaputt machen, ja? Ist eigentlich nicht so geil. Also kann man auch mal machen, aber ist nicht so geil, weil die zwei Panzer viel teurer sind. Und weil das Verhältnis einfach nicht so stimmt. Ne? Im Idealfall ist es immer so, die Panzer überrennen die einfach, machen die platt. Das ist jetzt zum Beispiel ein Panzergrenadier oder so schlecht, aber. Oder halt das Gegenstück von den Alliierten dazu. Aber im Idealfall guckt man halt, dass man natürlich die eigenen Verluste gering hält. Im Idealfall auch geringer als die gegnerischen. Oh, viele Flugzeuge. Und man muss jetzt natürlich gucken, hätte ich vielleicht doch Luftabwehr nehmen sollen. Vielleicht war es auch deswegen so teuer. Naja. Nee, und man muss natürlich gucken, dass sich das immer so lohnt. Ja, und das ist halt bei den Panzern und dem Nachschub, weil ich meine, wir haben jetzt hier noch relativ viel Kohle, aber das geht recht schnell runter. Wenn man nämlich innerhalb der Mission immer replenished, also hier resupplied, dann wird es sehr schnell sehr teuer. So, aber wir sind wieder dran. Ein bisschen was hier, unsere Artillerie ist bombardiert. Ah, ne, ist italienische Artillerie. Das heißt, es ist zwar unsere, aber es sind nur Hilfstruppen. Das hier ist ein Bomber. Aber Jagdbomber, glaube ich. Den würde ich natürlich gerne wegmachen. Sieht ganz cool aus, eigentlich. Problem ist, der ist hier geschützt. Das heißt, wenn ich jetzt hier seht ihr, minus 4, minus 2. Der Wert ist nicht so, weil der hier so super stark ist, sondern weil der Jäger den schützt. Und wenn ich den angreifen würde, wird der Jäger zuerst auf mich schießen. Ja, also muss ich die Jäger wegmachen. Hier habe ich einen, hier habe ich einen. 2, 3, 2, 3. Okay, dann machen wir das mal so. Machen wir erstmal den hier. Alle auf den. War schon mal gut. Zwei verloren, zwei abgeschossen. Und wir wissen ja, die sind überlegen. Drei abgeschossen, nur einen verloren. Und vielleicht kriegen wir ihn gekillt. Sehr schön. Okay. Ja, dann rücke ich hier vor. Bombardiere hier weiter die Infanterie, um meine Verbündeten hier ein bisschen zu supporten. Sogar auch noch ein bisschen Verluste zu verursachen. Geil, jetzt können die gleich da gut angreifen. Bomber könnten wir noch einsetzen. Die Artillerie ist jetzt geschützt. Okay, ich kann die ja noch bewegen. Dann ist die jetzt auch geschützt. Also wenn der jetzt versucht, hier zu bombardieren, wird er direkt angegriffen. Das ist geil. Einen habe ich noch. Das heißt, ich könnte einmal hier noch einen Bomber einsetzen und dann ein Flugzeug daneben stellen zum Schutz. Das hier ist aber offenbar eine Luftabwehr. Das ist natürlich nicht so nett. Könnte ich auch gucken, ob ich die erst wegkriege. Und dann den Panzer bombardieren mit dem Bomber und den dann mit dem Jagdflugzeug schützen. Guter Plan, so machen wir's. Im Idealfall, ach nee, wir haben ja Pechvogel, deswegen kann es nicht besser als dieses Vierer werden. Schade, weil ich hätte ihn jetzt gerne überrannt und hätte dann den da noch angegriffen. Aber okay, wir haben den jetzt gut zurückgedrängt, leider nicht ganz kaputt gekriegt. Man könnte jetzt auch überlegen, ob man den fertig macht. Er kann er, ach nee, er hat ja schon geschossen, okay. Ich glaube, das Risiko gehe ich sogar ein. Ziehen wir einen Bomber hier. Ich kann nicht beide schützen mit dem Jäger jetzt, aber das Ding da sollte jetzt weg sein. Jawohl. So, ich schütze den unteren Jäger, weil die ja offensichtlich von hier irgendwo oder von hier unten. Wo ist denn hier noch ein Flugfeld? Keine Ahnung. Da. Ah, die kommen irgendwie von unten, deswegen ist es wahrscheinlicher, dass die den angreifen als den, aber ich meine, heißt immer nichts. Ja, und jetzt könnte ich schon gucken, dass ich hier, was ist das hier, eine Pack oder? Ja, ist eine Pack. Da könnte ich hier den Panzer angreifen, mache ich auch. So, und dann nehme ich hier den Flughafen ein, was schon mal ganz geil ist. Okay, und wenn ich den noch habe, dann verlege ich dieses Flugzeug jetzt schon mal direkt nach vorne, weil bessere Bewegungen und sowas. Wenn ich ein, wenn ein Flugfeld, also hier, wenn das jetzt wieder erobert würde von den Gegnern und ich das verliere, dann fliegen meine Flugzeuge automatisch zum nächstgelegenen Flugfeld. Wenn ich keins mehr habe, stürzen sie halt ab. Deswegen ist jetzt gerade noch nicht so, also ist ja noch relativ, ich weiß ja nicht, was hier alles noch kommt. Hier ist ja ein bisschen matt. Kann auch sein, dass ich jetzt hier gut angegriffen werde, aber trotzdem. Schön nach vorne, damit wir hier weiter vorrücken und angreifen können. Hier könnten wir den Panzer hier runterziehen, aber ich schätze mal, aufgrund des Geländes und die auch erhöht, sind wir mit Panzern hier schon nicht mehr so gut dran.
muss also die Infanterie regeln. Deswegen würde ich sagen, rücken wir einfach hier oben weiter vor. Im Prinzip könnte man jetzt hier schon anfangen, die Zange zu schließen und die hier, aber dann werden die alle nachrücken und mich ja kaputt machen. Deswegen mal easy. Schön, eins nach dem anderen. Die Verbündeten sollen mal hier die scheiß Luftabwehr wegmachen. Und dann würde ich sagen, haben wir so ziemlich alles gezogen. Die Pack könnte noch, aber ich habe nichts Vernünftiges mit der zu tun. Ja. Immer schön auf die Luftabwehr, wobei die Artillerie hier hinter, die gibt halt immer schön Support und schießt die ganze Zeit, sollten sie auch wegmachen. Ah, machen sie ja hier. Ihr macht das gut. Und im Idealfall greifen sie den an, weil da habe ich schön mit meiner Artillerie drauf geballert, damit die Moral runtergeht. Heißt, die sollten jetzt, genau, machen sie auch. Ja, 6 kaputt gemacht, nur 2 verloren. Oh, und hat sich ergeben, perfekt. War ja auch eingekesselt durch meine beginnende Zangenbewegung. Okay, jetzt saugt er genau den einen an, wo Flugzeug nicht ist, naja. Und hat wieder seinen Bomber geschützt mit dem. Heißt, den muss ich als nächstes kaputt machen, ja. Und dann hoffentlich, wenn ich den jetzt wegkriege, in der nächsten Runde immer auf die Bomber gehen. So, aber ich habe hier nur meinen Bomber und mein Spähflugzeug. Dann schicke ich jetzt meine ganzen Jäger hier hin. Wieder erst in Position... Wo ist denn... Wieso kann ich hier nicht... Ah, hier. Erst in Position bringen für diesen Massenangriffsbonus und dann angreifen. Weil die können jetzt alle noch schießen. Aber ich habe jetzt hier diesen Massenangriffsbonus. Sehr schön. 2 kaputt gemacht. Wieder 2 und er sollte ihn jetzt ausschalten können. Nice. Damit haben wir schon fast die Lufthoheit. Wenn der jetzt nicht hier irgendwo noch andere Flugzeuge versteckt hat, weil... Er hier, sollte der sich jetzt gleich wieder raustrauen und nochmal hier irgendwas bombardieren, wird er halt danach zerlegt von meinen Jägern. Und meine Bomber sollten jetzt relativ sicher sein, weil wir ja hier nun mal die ganzen Jagdflugzeuge schon platt gemacht haben. So, wir supporten hier unten und greifen einfach alles mögliche an. Hier könnte man einmal überlegen, ob man jetzt replenisht, damit ich einfach mehr habe, aber nee, ich gehe hier auf den Panzer an. Bewegt habe ich die alle. Ich könnte hier nochmal aufklärungsmäßig hier mal drüber fliegen. Wenn man diesen Perk, beziehungsweise Negativ-Perk, also das ist ja ein Floor, kein Perk, wenn man dieses Teil hat mit Nebelangst, ich weiß nicht, wie das heißt, dass man auf jeden Fall nicht in Nebel des Krieges reinfliegen kann, dann sind die Aufklärungsflugzeuge fast nutzlos. Total scheiße, weil dann kann ich die nicht so wie ihn jetzt hier gerade hinklicken. Ich hatte das zum Beispiel auch mal, das hatte ich nämlich in einer Kampagne genommen. Und da musste ich Nachschub mit der Eisenbahn von ganz hinten nach ganz vorne verlegen. Und da war hier zwischen aber halt Nebel des Krieges, weil keine Einheiten waren. Ja, und die Eisenbahn wäre eigentlich in einem Zug direkt bis, was weiß ich, hier hingekommen. Ich konnte die aber nur hier so ein Stückchen immer klicken, weil ja dieser scheiß Nebel da war. Völlig kacke, hat mich fast die ganze Mission gekostet. Deswegen, also da muss man sich gut überlegen, welche Perks und welche Nachteile man da wählt am Anfang. So, die sollten die jetzt gleich auch gut platt machen können. Meine Pack kann wahrscheinlich wieder nichts machen. Nicht wirklich. Dann lasse ich die einfach stehen. Ich ziehe die Artillerie aber wieder ein Stück weiter vor. Oh, hier kommen Gegnerinfanterie. Okay, ich hoffe, die kümmern sich darum. Alter Scheiße. Ja, Junge, mach den da weg. Oder Allies to defend vielleicht? Will defend the nearest friendly victory hex. Okay, das wäre ja das. Das heißt, aber hoffentlich laufen jetzt nicht alle wieder zurück. Ich will eigentlich nur, dass die hier unten die abfangen. Oder wir müssen das selber machen. Ne, wir machen das selber. Oder Allies to attack. Wir ziehen einen Panzer zurück. Der soll die hier abfangen. Die Pack wäre natürlich geil hier vorne. Kommt aber jetzt nicht dahin. Kommt bis hier hin. Das ist gut. Dann können wir uns nämlich, wenn der angreift da, also dieser Panzer, dann schießt die Pack mit. Also in dem Fall hier. Tja, aber was mache ich mit meinen Panzern? Okay, die sind jetzt moralisch hier schon ganz gut angesaugt. Deswegen könnte man auch überlegen, könnte man nicht nur, mache ich auch. Ich greife da jetzt an, obwohl mir ein Panzer gegen 4 Infanteristen, oh, habe ich eigentlich schon keinen Bock drauf. Mache ich aber jetzt trotzdem, weil die müssen weg. Wir müssen nach vorne. Oh, jetzt könnte ich auch die Artillerie angreifen. Aber wir gehen erstmal weiter auf die Infanterie, vielleicht ergeben. Ja, habe ich mir gedacht, weil sie eben so eingekesselt sind. Pack sollte eigentlich wahrscheinlich eher da oben hin.
So, unsere Infanterie. Das hier wäre eigentlich ein guter Trade, also 1 gegen 1, aber bei mir ist es nur ein Infanterist und hier ist es halt ein Panzer. Deswegen machen wir halt auch. Heißt nicht immer, dass das auch tatsächlich... Ja, seht ihr gerade, dass das so auch ausgeht. Manchmal ist das so, ist aber nicht zwangsläufig so, weil das halt nur eine Schätzung ist. Okay, jetzt haben wir den noch eingekesselt, sehr schön. Er kann nichts machen, er kann nichts machen. Den könnte ich noch bewegen, den will ich aber da stehen, das ist ein Panzer. Ne, den greife ich nicht an, weil ich will, dass der mich angreift, damit die Pakt mich unterstützt. Das sollen jetzt die Verbündeten machen. Würde ich sagen, einfach nächste Runde. Sehr schön. Den weg. Am besten machen sie, also wenn sie das schaffen, die zwei wegzumachen und dann hier anzukratzen, wäre schon cool. Ah, da ist noch eine Luftabwehr, sehe ich gerade. Also ich höre jetzt gerade die Hintergrundmusik ganz gut. Ich hoffe, dass das funktioniert. Das, also zum einen, dass der Sound auch richtig dargestellt wird, weil manchmal ist das in OBS irgendwie komisch, keine Ahnung. Deswegen hoffe ich mal zum einen, dass das geht, aber zum anderen auch, dass es nicht zu ätzend jetzt für euch ist. Ich meine, diese Musik hier... Ah, geil, greifen die trotzdem an. Die Musik läuft irgendwie mal in so einer Endlosschleife, glaube ich. Trotzdem... ah, geil, da ist er wieder. Der wird gleich kaputt gemacht. Der Penner. Okay, noch mehr Jäger, also haben wir die Lufthoheit noch nicht. Naja, die Musik läuft immer in der Endlosschleife, ist jetzt vielleicht nicht so der Oberknaller, aber so ein bisschen Untermalung ist ja dann doch auch nicht verkehrt, denke ich, ne? Alter, jetzt haben wir uns hier sogar so ein Feld weggenommen. Mann, dass die noch mehr Jäger haben, vor allem einen vollen Zehnertrupp von den Dingern, der war ja als Diener irgendwie schon stark. Naja gut, also, shit, falsch geklickt, deswegen mache ich jetzt tatsächlich einmal rückgängig, weil ich will hier, ich dachte hier nämlich, ich bin auf dem angrenzenden Feld. Wir ziehen wieder alles in Position. Alle Jäger, den müsste man gleich mal replenischen, aber halt nicht jetzt. So, vielleicht kriegen wir den ja weg. Ja, oder auch nicht. Nur einen und einen verloren. Jetzt aber zwei verloren. Komm, bitte, mach sie beide kaputt. Bam, sehr schön. So. Ja, wir müssen, also selbst wenn der jetzt mit seinem blöden Flugzeug da angeschissen kommt, wir müssen jetzt hier Luftunterstützung haben, weil Fahrzeuge sind zum einen sehr schöne Ziele für die Bomber und oder für die Jagdbomber und zum anderen ja, hier natürlich nicht wegen der Luftabwehr. Nee, und zum anderen, irgendwas wird er sowieso angreifen mit seinem Lappengefährt da hinten. Na cool, da kommt es sogar hin. Also erstmal Artillerie drauf, dann noch den Panzer. Sehr schön, okay, muss er gleich regeln, weil das Feld will ich natürlich zurückhaben. So, die regeln hier. Diese Artillerie kann im Moment nicht wirklich irgendwas machen, also sollte ich sie nach vorne... Wobei, doch, ja. Jawohl, und der auch noch drauf. Und der hier, hätten ein Feld weiterziehen sollen, dann hätte er nämlich dahin gekommen. Aber er zieht sich sowieso zu... Ah, geil. Zieht sich sowieso zurück, dann wie machen wir es? Ich glaube so und so, damit ich den Aufklärerbonus habe und den Anführerbonus hier. Nice. Trotzdem nur geschafft, einen Panzer zu killen und einen selber verloren. Ich könnte ihn jetzt auch nochmal, doch, ich kann ihn hinterherziehen, mache ich auch und schieße nochmal drauf. Das ist halt das Geile bei so Aufklärungsfahrzeugen, dass die sich mehrfach bewegen können und jetzt könnte er sich sogar wieder verpissen. Ich weiß nicht, warte mal, wenn ich hier bin, ah ne, ich glaube, der ist nicht, doch, das ist kein Versorgungsfeld, meine ich. Ja. Jetzt sind die nämlich eingekesselt. Man kann nicht einkesseln, wenn das ein so ein Feld, also eigentlich hier so ein Feld ist, so ein Versorgungsfeld. Aber scheinbar ist ein Flugfeld kein Versorgungsfeld unbedingt. Okay, eine Pack ziehe ich nach hier. Der Panzer ist da natürlich immer noch. 1-1. Diese Pack könnte dahin und dann den Panzer angreifen. Pack eigentlich natürlich immer besser in der Verteidigung als im Angriff, aber natürlich spezialisiert gegen Panzer. Und deswegen hier drauf und nochmal drauf. Schade, nicht weggekriegt. Die Infanterie wird es auch nicht komplett schaffen. Okay, einen hat er noch. Unser Aufklärer kann leider nicht angreifen. Müssen wir den mal hier rüber fliegen. Okay, hier ist noch... Ja, 18 Stück. Hier ist noch einiges an Truppen und hier ist halt auch noch ein bisschen was und Minenfelder. Aber hier hinten muss ich ja auch gar nicht einnehmen. Also alle Felder, wo so Flaggen drauf sind, geben mir Punkte. Also Prestigepunkte quasi als Bonus. Kann sogar auch so ein Perk wählen, womit man
mehr Punkte für Fahneneroberungen kriegt. Den habe ich aber natürlich nicht jetzt genommen, oder mich halt anderes hatte. Und ja, deswegen, also ich glaube, nach da ganz hinten will ich gar nicht unbedingt vorstoßen. Wir müssen mal gucken, wie es läuft. Also es scheint ja im Moment, als würden wir ganz gut vorankommen. Und wir sind jetzt in Runde 4, aber das heißt immer nichts. Manchmal werden auch so Sachen getriggert, dass dann auf einmal alle irgendwie angreifen oder so wie jetzt zum Beispiel mit diesem Flugzeug da auch. Ich habe gedacht, ich hätte jetzt schon hier die Lufthoheit und habe hier schön easy game und kann jetzt hier einfach überall mit den Bonbon drüber. Ja, und dann zaubert der da aus dem Ärmel einfach nochmal hier, genau da, so eine 10er-Einheit von diesen I-15-Doppeldecker-Typen her. Ja, womit er nämlich jetzt hier rumrandern wird. Das geht mir ein bisschen auf den Sack. Vor allem kann ich die nicht so leicht abschießen. Also selbst wenn ich jetzt mit meinen 3 Jägerstaffeln den angreife, kriege ich den trotzdem nicht weg. Das ist halt hinterher im Krieg dann ein bisschen anders. Wobei man sagen muss, das ist dann immer so ein Hin und Her. Also am Anfang sind natürlich die Deutschen völlig überlegen mit ihrer Technologie und mit ihren Sachen. Und es kommen auch immer mal wieder so Punkte, also die deutschen Panzer, also ein Panther hinterher oder Tiger, ja, sind dann völlig überlegen gegenüber den anderen Panzern, haben dann aber wieder Probleme gegen, was weiß ich, zum Beispiel hier den Sherman 76mm oder sowas. Also wenn dann die Amis quasi wieder so das, oder die Alliierten, wieder so das nächste Gegenstück entwickeln, dann haben die Deutschen aber auch wieder ein Gegenstück und bla bla, immer so weiter. Zum Beispiel sind die englischen Flugzeuge super geil, die Jäger. Aber halt hinterher nicht mehr. Also schon noch, aber halt nicht so geil wie die Deutschen. Tja, nicht die besten Odds irgendwie für mich. Woran liegt das? Ist da noch eine Luftabwehr, die ich übersehen habe? Nö, das Ding ist einfach halt viel besser als wir. Das ist scheiße. Aber mir bleibt nichts anderes übrig. Ich muss den angreifen, weil der muss weg. Auch wenn mich das jetzt gerade hier mehr Verluste kostet als ihn. Ich muss sie gleich unbedingt replenischen. Das war jetzt echt scheiße. Vor allem den könnte er gleich vielleicht kaputt... Ah, nee, er sind jetzt nur noch 6. Ja. So, jetzt muss ich mir mal echt langsam Gedanken machen. Hier ist nämlich einiges am Widerstand. Der Panzer sollte weg, wäre geil. Den kann ich jetzt aber nicht bombardieren, weil dieser Jäger daneben steht. Deswegen wird er jetzt einfach mal eine Runde replenischen. Den hier... Was haben wir denn hier so? Das ist die Luftabwehr, das ist scheiße. Hier haben wir einen Panzer, da könnten wir bombardieren, das ist geil. Und das werde ich auch, glaube ich, machen, weil warum nicht? Ja. Der kriegt auch Schnauze. Vielleicht können wir dann mit unserem Panzer jetzt hier auch... Nee, können wir nicht, wegen der Pack. Minus 4, Alter, ich glaube, es hackt. Dadurch ist er im Moment so gut wie unangreifbar. Er hier ist fast völlig eingebuddelt. Ja, okay, das soll die Infanterie gleich machen. Pioniere zum Beispiel, ich weiß nicht, ob die hier irgendwie Pioniere dabei haben. Pioniere ignorieren nämlich hier, der ignoriert diesen eingegrabenen Status, was super stark ist. Ja, was mache ich da? Ich gucke mal hier trotzdem hierhin weiter vor. Ich ziehe die Artillerie nach. Also ich greife natürlich da jetzt nicht an, aber ich ziehe die nach. Ich mache die jetzt ziemlich angreifbar für diesen Jäger. Aber gut, kann ich jetzt gerade nicht ändern. Luftabwehr ist jetzt gleich erledigt. Die haben das zurückerobert. Jetzt ziehe ich den Panzer wieder nach vorne. Jetzt könnte ich auch hier die Luftabwehr angehen. Bevor der Bomber nichts macht, könnte auch irgendwo hier schon mal reinfliegen, aber das bringt mir jetzt gerade alles nicht viel. Aber bevor der Bomber nichts macht, macht er halt das. Der ist jetzt moralisch hier so platt oder so stark unterdrückt, dass er nicht wirklich mehr sich großartig wehren kann. Und deswegen habe ich jetzt auch kein Flugzeug verloren bei dem Bombenangriff, aber halt eine Luftabwehr platt gemacht. Man kann sowieso immer mal durchaus Luftabwehr angreifen, das geht schon mit Flugzeugen, aber ist halt nicht ideal, ne? So, aber hier oben geht auf jeden Fall. Also die Pack müssen eigentlich, also zumindest mal eine hier ein bisschen näher ran, das ist ein Verbündeter. Dann sollte ich jetzt hier, also da kann ich so gut wie nicht angreifen, da brauche ich Artillerieunterstützung oder halt mit Flugzeugen muss ich das machen. Obwohl es nicht die besten Orts sind, also ist halt immer doof, Panzer zu verlieren, aber egal. Und so, geht jetzt ein Panzer drauf und jetzt greifen wir mit der Infanterie noch an. Schon mal nicht schlecht. Ich habe jetzt leider hier oben nichts mehr zum Nachsetzen, wirklich. Das ist ein bisschen doof und ich komme nicht an den Panzer. Weil den hätte ich gerne weg, aber geht jetzt nicht.
Der Aufklärer könnte hier nicht wirklich was machen wegen der Pack und auch wegen der Pack hier unten wahrscheinlich. Deswegen wird er jetzt einfach einmal replenischen. Ah, okay, und das wollte ich nämlich wissen, ob es über 10 rausgeht. Es gab es nämlich irgendwo mal, dass das nicht ging. Oder nur zwischen dem Mission. Aber nee, ich glaube, das war bei Panzer Corps 1. Okay, wir machen sofort weiter. Ich muss nur einmal eben pausieren. So, da bin ich wieder. Mal eben noch einen Kaffee geholt und einmal die UV-Maschine angemacht. Und ja, also ich kann hier jetzt diese Runde nicht mehr viel machen. Wir geben denen natürlich wieder die Order anzugreifen. Ich weiß nicht, ob die immer bestehen bleibt oder ob man die immer neu geben muss, weil das ist, wie gesagt, jetzt neu mit diesem DLC. Das gab es vorher nicht. Und ja, ich meine, für uns gibt es sowieso immer nur Angriff, würde ich mal sagen. Ne? Also, geht jetzt nach vorne. Ich meine, sieht ja auch eigentlich ganz gut aus, aber das ist schon einiges an Widerstand. Was vor allem immer ein Punkt ist, ist die Kombination von Sachen. Also, zum Beispiel, eine Pack hinter einem Panzer, immer scheiße. Also für den Angreifer. Ne? Eine Artillerie hinter einer Pack, weil wenn man jetzt denkt, naja, dann gehe ich doch mit meinen Manneken einfach, umfasse ich den im Idealfall und greife erst die Pack an. Wenn da aber zum Beispiel noch eine Artillerie hintersteht und die Pack deckt, also immer vorher, weil die Artillerie, nicht alle, aber die meisten haben diese Fähigkeit, dass die erstmal Unterstützungsfeuer geben, bevor gekämpft wird, auch im Fall, dass die eigenen Einheiten angegriffen werden, sofern die denn in Reichweite sind. Und da ist das nämlich dann immer so ein Ding. Da kann man das nicht so leicht alles machen. Krass ist immer, wenn du zum Beispiel Pack, Artillerie hast, alles so nebeneinander und davor steht dann noch irgendeine Einheit. Das ist so gut wie unmöglich, die direkt anzugreifen vorne, weil alles deckt. Also vor allem mit Panzern. Wenn man dann mit dem Panzer meint, geil, greife ich die Artillerie an, nee, wird die durch die Pack gecovert. Wenn ich meine, ich greife die Pack an, was mit dem Panzer ein bisschen scheiße ist, aber egal, dann wird der halt zusätzlich noch durch die Artillerie gecovert, die einem erstmal Unterdrückungsfeuer gibt und dann auch noch die Pack, die vorher schießt. Da muss man also echt immer ein bisschen gucken, wie genau man das macht. Ja. Bei dem ganzen Gelaber habe ich jetzt nicht drauf geachtet, was mit dem sein Flugzeug war. Ich glaube, der hat das nicht gezogen, diese Runde. Wahrscheinlich, weil der das nämlich auch replenished. Also, dass der da das wieder auf 10 oder was auch immer macht. Das mache ich jetzt mit unseren Flugen, mit meinen Flugzeugen auch mal, auch wenn es wahrscheinlich... Ah ne, die sind zum Glück ziemlich billig. Ich meine, die sind ja auch voll scheiße. Wir brauchen hier keine Elite-Replacements, weil die nämlich sowieso alle Lappen sind und nichts können. Also die haben noch keine Erfahrung gesammelt, wollte ich sagen. So, jetzt ist die Frage, wenn ich jetzt aber meine Bomber wieder einsetze, dann wird der mit seinem Jagddings angeschissen kommen. Ist aber eigentlich nicht so schlimm, weil dann schießen wir den halt ab. Weil ich glaube, ich brauche die Flugzeuge jetzt hier. Also die Infanterie von den Nationalisten ist zwar schon ran, aber wir müssen ja hier nicht unnötig Verluste einfahren. Deswegen bombardieren wir, was geht. Im Idealfall sogar eigentlich hier jetzt ja immer die Fahrzeuge gut. Ah, die Infanterie hier ist natürlich auch nicht ohne gerade. Ich glaube, ich gehe einmal auf die Infanterie. Also auf jeden Fall muss ich jetzt diesen Panzer da ausschalten. Hoffentlich überrennen. Nö, boah, was ein Lappen, Alter. Okay, dann hier mit der Pack, die kann leider nicht überrennen. Aber der Panzer ist immerhin weg. Sobald den da, würde ich auch gerne noch angreifen. Okay, die haben ziemlich auf Schnauze gekriegt. Die werden auch replenished. Waren jetzt nicht vollständig, aber ein großer Teil ist schon mal ersetzt worden. So, jetzt ist die Frage. Also die Pack kann hier nichts machen. Der Panzer kann ein bisschen was machen. Und vorher mit der Artillerie drauf. Das ist gut. So, das machen wir auch. So, jetzt mit dem Panzer. Sehr schön. Jetzt muss ich nur aufpassen mit dem Flug. Wobei, er kann da nicht durch. Kann auch noch drauf. Ist eigentlich dämlich, sowas zu machen, aber weil der von der Moral schon ganz gut unterdrückt ist, passt das gerade. Der kommt leider nicht bis dahin. Der Panzer würde aber noch drankommen. Ja. Weil hier kann ich gerade nicht viel machen, außer sehe ich gerade meine Artillerie zu schützen, aber die kann ich noch bewegen. Der kann sich... Ich bin mir nicht ganz sicher, ob der einfällt, kann er vielleicht gehen, aber er kann auf jeden Fall nicht weiter, weil ja hier meine Truppen sind. Ich bin aber nicht hundertprozentig sicher, deswegen ziehe ich mal den Aufklärer hier hin, weil ich habe keinen Bock, dass der mir hier hinten die Artillerie kaputt macht. Ja, was machen wir mit unserem Panzerlein? Wir ziehen ihn nach vorne. Hier greifen wir natürlich nicht an, weil der gecovert ist. Wir haben noch einen Bomber zur Verfügung. Den könnte ich jetzt hier oben noch drauf schicken. Oder halt natürlich hier auf so eine Pack. Die werden hier gleich eh angreifen, aber...
Ich glaube, weil das nur 3 sind, also wenn er. Oh, Eisenau oder 15, Alter. Ah, hier, wir machen das. Ist zwar vielleicht ein bisschen Overkill, aber die Einheit ist dadurch komplett weg, weil der, jetzt kann der den nicht wieder replenishen und der ist halt zerstört, was sehr schön ist für mich. Einmal nach hier oben fliegen, da ist nichts, okay. Also man könnte hier sowas halt wirklich alles für Prestige noch einnehmen, was aber heißen würde, ich muss Truppen dahin schicken und dann. Ja, keine Ahnung. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob jetzt von hier irgendwie nochmal fett gleich Gegenangriff kommt oder so. Die müssen wieder attackieren, Runde zu Ende. So, und dann mal gucken. Wir müssen ja gleich mal die Siegfelder einnehmen, weil wir ja dann noch da unten dieses Kriegsschiff bombardieren müssen. Also wir müssen natürlich nicht, aber ich will es, weil es Bonusziel und ich will das schaffen, Junge. Ja, lecker Kaffee. Ja, da ist er wieder mit dem vollen 10er-Squad. Das heißt, er hat den replenished. Macht ja auch Sinn, weil jetzt kann ich ihn wieder nicht direkt kaputt machen. Also wahrscheinlich nicht. Aber unsere Jäger sind auch wieder auf voller Stärke, deswegen stehen wir jetzt auf jeden Fall nicht ganz so schlecht da. Schlecht. Das ist schlecht. Fast kaputt. Tja, diese Pack werde ich jetzt, glaube ich, einfach nach hinten ziehen. Weil dann setze ich die jetzt halt nicht mehr ein, sondern werde die dann zwischen den Runden replenischen, weil hier ist das teurer als zwischen den Runden. Ist ja irgendwie auch logisch. So, die haben wir. Jetzt haben wir hier noch Infanterie. Wo wir auch gleich mit der Artillerie drauf können. Hier haben wir Infanterie. Das müssen die machen. Genau, zumal da ja auch noch die Pack steht. Okay, dann gehe ich jetzt hier oben auf diese Infanterie. Da hätte eigentlich noch einen Bomber drauf schicken können. Ah ja. Tja, dieser italienische Panzer scheint nicht so ganz geil zu sein. Ah, auch wieder so ein Trupp, der fast erledigt ist. So, jetzt müssen wir mal eben das Jagdflugzeug hier kaputt machen. Ihr seht es wieder, obwohl ich komplett, also 13 Flieger hier habe, hat er jetzt Vorteile. Okay, gegen ihn aber irgendwie nicht. Vielleicht durch den Massenangriffsbonus, ich weiß es nicht. 3 verloren, 2 abgeschossen, naja. 2 abgeschossen, 2 verloren. Und 2 abgeschossen, 1 verloren. Ist in Ordnung, er hat nur noch 4, das ist ziemlich geil. Wenn er jetzt den gleich natürlich wieder replenisht, habe ich nicht viel von. Aber besser so, als wenn er mit dem Ding jetzt meine Bombe angreift. Da könnte ich auch überlegen, die mal nach vorne zu versetzen, weil ich viel weiter. Ach scheiße, geht nicht wegen dem. Viel weiter nach vorne komme ich nämlich nicht. Aber doch, hier wird noch einmal randaliert. Und tja, da vielleicht. Ist eh fast erledigt. Schießen wir da drauf. Ah, diese dumme Pack. Okay, ich lasse den einfach stehen. Ah, hier habe ich aber noch einen Panzer. Aber die Frage ist, was mache ich damit hier oben? Den angreifen. Aufklärungsflugzeug. Ah, okay, hier ist alles mit Minenfeldern gesichert. Das heißt, truppentechnisch ist hier gar nicht so viel. Vielleicht hätte man tatsächlich hier unten rumgekonnt. Und dann das hier alles snacken, aber ich glaube, das ist nicht wirklich Sinn und Ziel dieser Mission. Hier haben wir noch eine frische Pack, aber wir haben nicht mehr wirklich. Doch, da ist noch ein Fahrzeug als Gegner. Aber ich weiß es nicht, was ich mit dem Ding machen soll. Ich ziehe es mal nach vorne, weil hier baut er sich wieder auf, genau. Ja, es bewegt. Der Aufklärer hat irgendwie dieses Spiel nicht so viel zu tun. So weiter, Attacke. Und fertig. Runde 8 von 18 gleich. Das heißt, wir haben noch nicht ganz, aber fast die halbe Spielzeit ist um. Aber wir stehen jetzt auch direkt vor den Siegfeldern. Ich meine, eins haben wir ja schon. Das war ja auch ein Siegfeld hier. Aber, ja. Ich will halt gerne auch noch dieses Kriegsschiff da kaputt machen.
ist der auf dem Flugfeld. Okay, und hat wahrscheinlich wieder replenished, weil er jetzt nicht direkt angegriffen hat damit. Da, also der ist nicht... Ah ne, da ist er. Der ist nicht zurückgeflogen aktiv, sondern das ist ja eigentlich am Anfang der Runde, fliegen die Flugzeuge automatisch zurück. Wieso er das jetzt erst mittendrin gemacht hat, weiß ich nicht. Aber das ist auf jeden Fall der gleiche. Das heißt, den kann ich jetzt fertig machen, wenn ich da hinkomme mit meinen Jägern. Ja, einer schafft es dahin. Der schafft es auch dahin. Das wird wahrscheinlich noch nicht reichen. Und der schafft es auch. Ja, sehr schön. Dann drauf. Zwei abgeschossen, einen verloren. Sehr schön. Keinen verloren, einen abgeschossen. Und jetzt sollte er erledigt sein. Nein, oh Gott, ist er nicht. Was ein Lappen. Naja. Gut, aber egal. So, die hier sind fast fertig. Die, ja, nee, warum ist hier minus 1, minus 1? Ist da irgendwo Luftabwehr in der Nähe? Oder wieso soll ich hier Truppen verlieren? Verstehe ich nicht so ganz. Keine Ahnung, dann bombardieren wir halt hier. Einmal hier für die Moral. So, die sind weg. Die werden jetzt gleich weg sein hierdurch. Den werde ich hiermit überrennen. Dann ist er nämlich nochmal dran. Jawohl. So, jetzt mit der Artillerie schon mal auf das Feld. Trotzdem noch nicht so die besten Orts für mich. Ich sollte den einkesseln. Ich weiß aber nicht, ob das zählt, weil eigentlich ein... Ah ne, das ist ja wieder nur ein... Oder? Ist es ein Flugfeld? Hügel. Hm, keine Ahnung. Ne, ich glaube, das ist ein ganz normales Feld. Oder wobei vielleicht... Ich weiß es nicht, ob das auch ein Versorgungsfeld ist oder nicht. Steht das hier? Enges Gelände, erhöhtes Gelände. Ja, halt geil für Infanterie. Na ja, komm, ich greife nicht unbedingt an, aber ich ziehe schon mal nach vorne. Jawohl, zählt als eingekesselt, das ist gut. Dann ist nämlich der Moralschaden, den ich mit der Artillerie gemacht habe, nicht umsonst gewesen. So, und den Bomber ziehe ich jetzt, glaube ich. Könnte auch hier noch drauf gehen, mache ich auch. Ziehen wir den aber jetzt mal ein bisschen nach vorne. So, vielleicht hat die jetzt 3-3. Panzer nicht so gut. Könnten wir den schon mal angreifen. Können wir aber auch sein lassen und gleich eher mit dem Bomber. Wo ist denn die eine Pack hier? Ziehe ich mal hier hin. Falls er jetzt angreift, kriegt er nämlich auch Schnauze. Geil. Das lasse ich erstmal so. Die habe ich bewegt. Den Aufklärer kann ich nochmal irgendwo hinschicken, aber ist eigentlich brauche ich das gerade nicht. Ja, hier okay, da waren wir vorhin schon mal. Okay, müssen die Verbündeten regeln. Attack. Scheiße, dass ich dieses eine Flugzeug da nicht weggekriegt habe noch. Also, dass er jetzt wirklich noch einen hat. Jetzt kann er theoretisch zurückfliegen und den replenischen und dann hat er wieder die komplette Einheit. Was ziemlich ätzend ist. Aber vielleicht macht er das ja auch nicht. Hätte er nämlich gerade schon machen sollen eigentlich, wo es noch 4 waren oder was. Oder 6? 4? Ich weiß nicht. Ja, das sieht doch gut aus da unten. Ja, scheint nicht direkt wieder angegriffen zu haben. Aber hier, er hat gut auf Schnauze gekriegt durch die Pack. Sehr schön, so soll es sein. So, dann ziehen wir mal die Jäger nach vorne. Hier dort reich, ja, da zum Beispiel, okay. Einmal hier Bombe. Einmal da. Einmal hier. Ach shit, da ist ein Luftabwehr. Okay, ist aber nur noch einer. Aber trotzdem. Nicht geguckt, nicht drauf geachtet. Aufklärer, Artillerie. Können wir einfach hier wieder draufhauen.
Ja, und da haben wir das Feld. Nicht die besten. Ah, hier, das ist okay mit dem Aufklärer. Ja, scheint, als müssen da gleich die Verbündeten regeln. Ja, da unterstützt die Artillerie. Okay, das heißt, ich sollte hier die... Ach, da ist aber noch einer. Und dahinter die Pack. Ja, das ist so eine super geile Aufstellung. Wenn ich den angreife und supportet er. Wenn ich den angreife, supportet er. Ich greife trotzdem den an. Ich habe mal gesehen. Ah, hier, geil. Das ist im Prinzip eine... da ist sogar ein Held drin. Provokateur. Das ist eine Heldenfähigkeit. Das heißt, der wird immer... Also der tankt quasi. Der wird immer automatisch angegriffen. Ja gut, dann muss ich den jetzt auf jeden Fall erstmal kaputt machen. Ist das jetzt hier auch? Wenn ich den angreife, greift der den an? Weiß ich gar nicht. Ist mir aber egal. Ich muss jetzt so oder so den da erstmal kaputt machen. Geil, hat sich ergeben. Mit dem Panzer komme ich nicht vernünftig nach vorne, aber hier hin. Das ist ein bisschen scheiße, bin ich jetzt anfällig für die, aber ich kann hier randalieren. Sehr schön auch ergeben. Ja, das 13, 15, das ist noch ein Problem, vor allem weil die gut gedeckt sind, aber ich bin ja hier schon dran. Also ich kann jetzt gleich drum und weiter kaputt machen. Plus ich habe ja hier auch noch die Bomber wieder im nächsten Zug. Das sieht eigentlich ganz gut aus. So, Attack. Jetzt wird er mit seinem scheiß Jagdgeschwader da wieder ankommen wahrscheinlich. Oh, Antiquera Airfield secured. U-52 Bomber können wir deployen. Ja, alles klar, geil. Das heißt, jetzt kriegt es hier, da sind sie schon. Jetzt gibt es umgebaute U-52 Bomber, die eigentlich dafür gedacht sind, also war am Anfang diese Missionsbesprechung, da unten das Kriegsschiff platt zu machen. Ich glaube, die kann man auch als normale Bomber einsetzen. Achso, hier. Sind aber strategische. Taktische Bomber sind quasi so Jagdbomber, die sind gut gegen gepanzerte Ziele und ähnliches. Also die haben so richtig diese fetten, ja, Anti-Panzerungs-Anti-Tank-Bomben dabei. Strategische Bomber, das ist eher sowas, die so einen Bombenteppich schmeißen oder so eine Scheiße. Also das ist eher so Moralkiller. Allerdings sind die wohl auch gut gegen Schiffe. Aus irgendeinem Grund. Keine Ahnung. Ich meine, man kann ja hier mal gucken, die haben ja hier Werte. Anti... Okay, oder eher speziell ist jetzt hier gegen Schiffe. Dann ist das sogar schon eher was wie so ein Torpedobomber oder so, weil die gibt es speziell bei den U-52 eigentlich kein Torpedobomber, aber egal. Aber der ist auf jeden Fall sehr gut jetzt hier gegen Seeziele und eigentlich scheiße gegen alles andere. Also wahrscheinlich ist das für diese Mission einfach so gemacht, dass das extra dagegen ist. Könnt mit unserem Aufklärer... Ne, jetzt komme ich noch nicht dahin, aber ich verlege den schon mal hier hin. Ich kann nämlich gleich mal da unten scouten. Die darf ich jetzt eh noch nicht bewegen hier. Also irgendwie können die nicht. Keine Ahnung. Gut. So, muss ich mal eben gucken. Also den ziehe ich jetzt erstmal hier ganz zurück. Oder auch nicht. Hallo. Bomberline verlege ich nach vorne. Aber nur mal hier. So, dann machen wir den mal kaputt. Hoffentlich jetzt wirklich. Hat replenished, aber ist nicht auf voller Stärke. Krieg ich wieder? Oh, doch, vielleicht doch. Na, endlich. Ich habe gedacht, ich krieg den schon wieder nicht weg. So, Artillery. Hier auf die Stadt drauf. Bam. Die andere auch. Alles drauf da. Schön die Moral senken. Damit die verbündete Infanterie es jetzt gleich leichter hat. So, und ich mache mit meinen Panzern jetzt die Artillerie hier weg. So ist der Plan. Hier kann ich nicht angreifen wegen der Bug, aber hier kann ich angreifen. Und die sind eingekesselt alle. Nicht gut. Okay. Ist gebracht. Aufpassen mit den Panzern, weil die echt schon ziemlich runner sind, also von ihrer Stärke geil ergeben und erbeutet. Ich habe hier eigene Infanterie, die kann aber im Moment nicht so viel machen. Okay, ich replenish die mal. Ist zwar nur eine, habe ich ja vorhin schon mal,
zwar nur Hilfstruppen, aber ist jetzt auch nicht so super teuer. Ja, wo ziehe ich den hin? Ich lasse ihn da stehen. Ah, nee. Ist Quatsch, den da stehen zu lassen. Ich ziehe ihn hier um. Können wir vielleicht hier gleich noch was machen. Okay, die kann ich nicht bewegen. Die könnte ich noch ein Feld nach vorne ziehen. Mache ich auch. Dann bin ich hier zwar... Ach, scheiße, da kann er jetzt hier hingehen. Okay, aber wenn er es macht, gibt er seine Verschanzung und sein gutes Feld da auf. Deswegen soll er ruhig machen. Ja, schade. Die können irgendwie noch nichts. Also hier die 52. Aber gut, ab nächster Runde 10 von 18. Das sollten wir ja wohl hinkriegen, da noch die dieses Schlachtschiff wegzumachen. Achso, und wir können ja hier auch noch mit unseren Bombern agieren. Hätte man auch vielleicht wieder vorher machen müssen. Also man muss wirklich immer gucken, ich hatte das ja schon mal gesagt, so Steinschere, Papier. Man muss gut gucken, in welcher Reihenfolge man womit agiert. Also ich meine, es macht keinen Sinn, erst mit den Soldaten in die Stadt reinzustürmen, in die gut verschanzten Truppen und danach dann mit seiner Artillerie draufzuschießen, logischerweise. Und dann am besten noch die Flächenbomber zu rufen. Sondern natürlich macht es andersrum wesentlich viel mehr Sinn. Und genau das ist in diesem Spiel ja auch so. Und das wird extrem, ja, belohnt oder bestraft, sag ich mal. Also wenn ich hier... Also ich kann nicht einfach irgendwas machen. Wenn ich mir hier so eine Scheiße zusammenspiele und denke, ja, wieso? Fahre ich mit den Panzern halt in die Stadt rein? Also greife hier das schwer befestigte Stadtfeld an? Ja, dann werden die halt völlig zerfickt. Im Vergleich zu Infanteristen oder noch besser zu Pionieren oder sowas. Oder so Sturm-Dings. Doch, das sind, glaube ich, immer Pioniere. Ich glaube, einen weiteren Unterschied machen wir ja nicht noch. Ja, so, jetzt müssen wir mal aber wieder hier gucken, ein bisschen konzentrieren. Also, die klicken wir auf jeden Fall wieder auf Attack. Auch wenn sie nicht eh immer draufstehen, ich weiß es halt nicht. Jetzt mal gucken. Okay, als erstes werde ich jetzt... Ne, das ist ein Bomber. Wo ist das Aufklärungsflugzeug? Hier. Werde ich jetzt mal hier rüberfliegen. Und so, und hier sind nämlich jetzt... Hier ist das Battleship. Das heißt, die anderen sind eigentlich alle egal, aber ich muss den da kaputt machen. Ich sehe hier keine Luft... Oder doch, das da ist eine Luftabwehr, aber das ist mir egal. Weil, was soll ich machen? Also jetzt Luftabwehr angreifen erst. Ja, hier genau. Direkt zwei davon zerstört. Also zwei Anteile, weil ich meine, das ist ja nur ein... Okay, oder halt nur ein... Das ist ja nur ein Kampfschiff. Und nicht zwei. Aber warte mal, ich kann den doch auch genau hier zum Moral-Dings... Unterdrückungsbombardement nehmen. So, da komme ich jetzt leider nicht ran. Ich nehme noch einen. Aber der ist schon komplett auf Null. Aber wie kriege ich den denn weg? Hiermit vielleicht. Da komme ich nicht hin. Kacke, immer noch nicht platt. Sieht aus wie Verschwendung, aber ich will die Einheit auf jeden Fall weg haben. So, was steht da? Eine Artillerie. Ja, in dem Fall drauf. Auch so Jäger können Bodenziele angreifen, aber meistens nicht so effektiv. Hier muss Infanterie ran, da kann ich nicht viel machen, aber hier den da kann ich jetzt platt machen. Ist zwar ein Pack, aber... Moral völlig runter, deswegen sollte das jetzt hier gehen. So, was mache ich noch? Den kann ich ja einfach mal für Spaß replenischen, weil es relativ teuer. 107, das ist fast teurer als so eine komplett neue Einheit. Der Aufklärer, ich ziehe ihn einfach ein Stückchen näher hier ran. Den Panzer, den lasse ich da einfach so stehen. Da mache ich auch nichts mehr mit, weil das ist ein Hilfstruppenteil. Okay, hier weiter bombardieren, zum Moral senken, damit die hier leichter angreifen können. Und ja, in der nächsten Runde halt da wieder bombardieren, würde ich mal sagen. Weil das ist blöd, dass das gleiche Feld ist. Ich kann den jetzt ja nicht wegziehen und da nochmal bombardieren. Ich könnte die hier alle noch bombardieren, aber da habe ich eigentlich nichts von. Deswegen... würde ich sagen, einfach Rundenende. Gucken, was die Verbündeten machen. Okay, Bonus complete. Commendation Points. Da habe ich überhaupt nicht nachgeguckt, wofür ich die jetzt eigentlich einsetzen kann und was das genau ist, weil auch das ist neu in diesem DLC hier. Muss ich mal vielleicht zwischen der und der nächsten Mission dann gucken, was man jetzt eigentlich genau damit machen kann. Weil wenn das wirklich so sein sollte, wie ich ja dachte, dass man quasi noch mehr so Perks kaufen kann, dann wäre das eigentlich schon fast overpowered, würde ich mal meinen. Weil ich war ja, sag mal, also
Das ist ja eh schon geil so. Und wenn ich jetzt noch drei dazu kriege, ich will jetzt zum Beispiel noch Infanterie, ja, okay, Infanterie habe ich jetzt nicht, aber irgendwie sowas Krasses noch dazu nehmen, dass ich hier schneller Erfahrung kriege und so, scheint mir ein bisschen stark. Okay, da ist wieder ein Gegner, der muss weg. Wir haben hier jetzt alle Felder, hier ist alles zerstört. Achso, erstmal wieder da unten randalieren. Ja, wieder nur ein. Okay, gut, dann dauert es vielleicht noch zwei Runden, bis ich den weg habe. Wäre ja in Ordnung. So, und hier mal gucken. Der da muss weg. Also muss er nicht, aber da ich jetzt gerade eh nicht viel anderes machen kann, würde ich doch mal sagen. Kriegt er jetzt aufs Maul. Ach shit, nur 1-1. Das ist natürlich nicht so ideal. Artillerie nach vorne ziehen wäre gut. Mache ich auch. Ziehen wir eine hier hin, eine dahin. Die kann jetzt leider nicht unterstützen, weil sie in diesem Wagen drin ist. Aber ist egal. Wir replenischen ihn mal hier zur Sicherheit. Weil ich nicht weiß, ob jetzt noch hier ein Gegenangriff kommt oder so. Ich meine, wäre ein bisschen leicht, wenn ich jetzt einfach da unten dieses Kriegsschiff kaputt mache und das da so runterrocke und mir passiert nichts. Infanterie könnte man nach vorne. Ich finde übrigens diesen Truck, den die Italiener haben, ich weiß nicht, wie der heißt. Kann man hier die Art nicht drehen? Ne, kann man glaube ich nicht. Finde ich super, super geil. Mit diesem komischen Reserverad da drin, dass das fast aussieht wie so ein Vierachser. Finde ich mega, das Teil. Auch wenn es echt so ein ganz komisches, offenes Lappending ist. Ah, okay, hier könnte man noch hinziehen. Ich weiß nicht, ob mir das wirklich viel bringt. Den Aufklärer vielleicht. Aber ich greife nicht an. Der soll mich angreifen, wenn. Und eigentlich will ich ja nur, dass das hier alles blockiert ist. Und ich da unten dieses Kriegsschiff kaputt machen kann. Oh, sehr schön. Die haben den ja mal richtig gut zugesetzt. Ah, und da kommen nämlich jetzt Gegnertruppen. Da ist eine Luftabwehr, Fettinfanterie und eine Pack. Ist natürlich, okay, das muss ich hier mitmachen. Ja, klar, mache ich auch. Nee, erstmal Flugzeug. Wo ist meine Bomber? Ganz hin. Reicht aber. Shit mit der Luftabwehr. Sollte ich vielleicht doch besser nicht machen. Weil, war nur für den einen da. Aber hier, ich kann mit meiner Artillerie drauf schießen. Erstmal und dann mit der Infanterie angreifen. Das ist gut. Okay, jetzt nicht super geil, aber zumindest hat schon mal ein bisschen was gebracht. Der da sollte weg. Kann ich jetzt gleich einfach mit allem drauf gehen. Hat sich ergeben, sehr schön, wieder einen erbeutet. Leider muss man auch die erbeuteten Sachen, meine ich, kaufen. Also ich, okay, hier wäre geil, um den anzugreifen, aber ich lasse die lieber rankommen. Ah, da steht die Pack jetzt aber schlecht. Stelle ich die Panzer doch davor, aber ich greife ja nicht an. Man hat aber die erbeuteten Sachen, meine ich, nicht für lau. Also wenn ich jetzt hier da zum Beispiel der hier, der kostet ja voll. Was ja voll kacke ist, weil ich nur vier Stück von den Dingern habe. Oder hier von dem jetzt zwei, von dem ein. Ich meine, was soll ich damit? Ja, warum soll ich einen Zweiertrupp von den Typen einsetzen für 70? Ist ja Quatsch. Also ich weiß nicht. Ich habe noch nicht wirklich mit Beuteeinheiten hier gespielt, weil mir das immer zu doof war und ich dachte, nee, meine sind sowieso viel geiler. So, komm, bitte wieder einen runter. Sehr schön. Gut, heißt in der nächsten Runde müssten wir den zerstört haben. Dann haben wir nämlich Main. Wobei kann sein, dass das über die volle Distanz geht hier, weil die jetzt ja offensichtlich sowas wie einen Gegenangriff machen. Das heißt, die könnten mir jetzt Siegfelder auch wieder abnehmen. Weil Bonusziel ist ja, dass ich 5 Siegfelder eingenommen habe und dass ich dieses Battleship versenke. Ich kann mir nicht vorstellen, wenn ich das jetzt versenkt habe, dass dann sofort diese Runde hier vorbei ist. Wäre ja ein bisschen leicht für mich. Mein wäre geil, wäre in Ordnung. Aber ich glaube eher, dass das noch weiterläuft, weil hier, jetzt kommt der auch noch mit so einem Ding da angeschissen. Ich denke mal, die versuchen jetzt hier wieder mir Felder wegzunehmen oder so. Und da muss ich halt gucken, dass ja, ich das halt verhindere, sag ich mal. Ne? Artillerie, schlechte Position dafür, werde ich gleich hier oben schön angreifen können. Oh, schlechte Position für meinen Panzer, aua, aua. Das mag ich nicht. Fast den kompletten Trupp zerlegt jetzt. Okay, müssen wir hier die Verbündeten kämpfen lassen, also die
Infanterie. Und ich mach da oben die Artillerie weg, oder was? Das ist so ein guter Plan. Es war nicht so geil, das Feld frei zu machen wegen meiner Artillerie. Ah, okay, den Panzer kann ich da trotzdem. Der steht auf so einem leichten Hügel, deswegen hat er diese mega Reichweite gerade. Finde ich eigentlich ganz cool. Okay, den muss ich nochmal replenischen. Und ihr seht, ich hatte da 3300 am Anfang. Das wird jetzt echt teuer hier. Das ist eigentlich nicht so geil. Achso, erstmal hier Kriegsschiff kaputt machen, hoffentlich. Ja, offenbar hat es geklappt. Auch geil, dass das Ergebnis zu sehen ist, bevor der das hier gemacht hat. Aber okay, zack, geil, wie das untergegangen ist. Habt ihr vielleicht gesehen. Ja, okay, so, und ihr seht, es ist jetzt noch nicht fertig. Das heißt, ich muss mich wahrscheinlich jetzt hier noch verteidigen gegen diesen ganzen Bots da. Dann ziehe ich mal die Flugzeuge nach vorne. Ein bisschen doof ist, dass... okay, es war ja offensichtlich kein Flugfeld. Ein bisschen doof ist, dass da diese eine Luftabwehr steht. Da kann ich nämlich jetzt nicht einfach so, wie ich will hier... Oh, okay, wobei hier kriegt er mich nicht. Scheinbar. Keine Ahnung. Weil da hat er ja angezeigt, dass ich Minus hatte und das ist durch die Luftabwehr auf jeden Fall. Ich will jetzt hier nicht rangehen. Wäre zwar geil gegen die Luftabwehr, aber dann wird er völlig zerlegt von denen. Sondern wir gehen lieber ein Feld zurück. Es gibt auch so Gebirgskämpfer übrigens, super geil. Also Gebirgsjäger bei den Deutschen, aber es gibt auch bei den ganzen anderen Nationen Gegenstücke. Und das ist ziemlich geil, weil die sind dann so in hügeligem Gelände, haben die mega Vorteil gegen, also nicht nur in der Bewegung, auch in der Kampfkraft gegenüber anderen. Ich lasse mal den Aufklärer hier rüber fliegen, zu gucken, was da noch kommt. Okay, nix. Das ist alles. Das ist ein krasser Gegenangriff. Aber trotzdem, die müssen mir ja nicht unnötig jetzt hier Truppen kaputt machen. Ja genau, mach die Luftabwehr weg. Sehr schön. Ne, die müssen wir jetzt nicht unnötig Truppen wegmachen oder hier irgendwie so ein Panzerdings klauen oder so. Kann ich ja ein bisschen vorsichtig einfach mal sein. Na gut, da nach unten vorrücken weiß ich jetzt nicht. Kriegsschiff ist ja eh versenkt. Da stehen jetzt zwar immer noch Kriegsschiffe da unten, habt ihr ja gesehen, aber offensichtlich ging es ja nur um dieses fette Schlachtschiff. So, Artillerie wird jetzt hier schön Moral drücken. Man muss aber gleich trotzdem die Infanterie machen, weil ich hier, also ich meine, die sind erhöht. Wahrscheinlich habe ich einen mega Nachteil da. So, und hier bin ich jetzt wieder in so einer doofen Position. Alles deckt sich irgendwie gegenseitig. Das war die Luftabwehr. Heißt, okay, wenn der weg ist, kann ich hier mit den Bombern drauf. Auch wenn er jetzt gedeckt ist durch die Pack, gehe ich da trotzdem drauf. Sehr schön. Und jetzt kann ich nämlich hier so ziemlich machen, was ich will. Also ich finde, ich spiele sowieso unheimlich gerne mit Flugzeugen und liebe es, hier die Lufthoheit zu haben. Weil man da einfach ja relativ ungestraft alles Mögliche machen kann. Einzige Ding ist halt, dass man immer gucken muss. Also hier war jetzt noch kein Problem mit dem Wetter. Weil wenn man nämlich das Problem hat, dass ständig Wetter schlecht ist und die Dinger nicht starten können, dann hat man da echt eine Menge Kohle umsonst quasi bezahlt. Also das hatte ich, bin in der ersten Kampagne, die ich mit den Deutschen gespielt habe, komplett so auf Luftwaffe quasi gegangen, was super geil war, weil ich immer schon quasi in den ersten zwei Runden Lufthoheit hatte und alles platt gemacht habe. Und dann mit meinen ganzen Bombern und dann habe ich auch die Jäger weiter natürlich für Bodenangriffe genommen, im Prinzip machen konnte, was ich will. Problem ist nur, dass dann hinterher und dann auch so im Russlandfeldzug und so, die ganze Zeit schlechtes Wetter, ja, und dann hat man hier die 5-Sterne-Elite-Dinger, die nur von 15 Runden vielleicht in 4 Runden überhaupt mitspielen. Zum einen blockieren die dann hier gut Einheitenfelder und zum anderen, ist man einfach dann, weiß ich nicht, also hat man nicht viel von seinen geilen Elite-Truppen, ne?
So, ich ziehe jetzt hier nicht weiter nach vorne, weil sollen die hier machen und außerdem stehen wir eh eigentlich ganz gut da. Also hier oben jetzt fast erledigt. Da schicken wir natürlich direkt nochmal so einen Bomber drauf. Da auch. Ich meine, kann ich auch so platt machen, aber muss ja nicht. Der dritte wird auf... Wo ist er? Ja, wird hier drauf gehen. Oder auch nicht. Oder doch. Die stehen da erhöht, deswegen haben die immer noch einen Vorteil. Sehr schön. Da noch ein paar Bonuspunkte gekriegt, da alles weggeräumt. Ich meine, warte mal, wir haben ja einen Aufklärer hier. Wo ist er denn? Nee. Das ist er. Achso, da unten steht er. Okay. Weil kann sein, dass hier... Okay, da stehen auch noch Einheiten hinter. Ich weiß nicht genau, das sind ja hier Minenfelder. Ich glaube, befreundete Einheiten können da einfach drüber fahren. Ich aber nicht. Also wenn ich jetzt versuche, den hier hinzuklicken, fährt er da rein und dann kriege ich fett Schaden. Oh Gott, hier ist nochmal ein Flugzeug. Also so ein Zehner-Trupp von dem. Und der hat auch sogar hier Erfahrung. Ja, okay. Also hier jetzt nicht wieder allzu weit vorrücken, sondern eher wieder ein Stückchen zurück. Und dann... Ach, Mist, ist mich von dem Hügel runter, ne? Na, ist egal. Und dann gucken, dass ich... Ja, ich schütze mal hier die Bomber vor diesem Zehner-Typen. Wo ist denn der dritte Jäger? Hier oben. Ne, und dann gucke ich nämlich mal, dass ich jetzt einfach nur noch ans Ende komme, um jetzt nicht unnötige Verluste hier zu haben. Und zum anderen, ja, ich meine, ich habe ja alles. Also ich habe alle Sekundärziele erobert und geschafft, sofern ich es schaffe, da alle 5 Siegfelder, wobei, ja doch, alle 5 Siegfelder zu halten. Denn, ich meine, ihr seht ja, wie einfach hier das Main-Ziel gewesen wäre. Ich muss einfach nur 2 Siegfelder halten und das erste war ja schon da unten. Jetzt ist natürlich das Ding, und eins, mit einem habe ich gestartet, mit dem da hinten. Jetzt natürlich das Ding, wenn ich extrem defensiv geblieben wäre, wären die vielleicht alle rübergekommen nach links. Und hätten mich angegriffen. Weil die Einheiten sind ja so oder so da von den Gegnern. Also die haben ja jetzt nicht weniger, weil ich angegriffen habe. Oder mehr, weil ich angegriffen habe. Und so habe ich die jetzt im Prinzip gezwungen, ja, zu verteidigen, statt mich angreifen zu können. So, da ist der Jäger, der hat unsere Artillerie hier angesaugt. Da müssen wir den jetzt natürlich mal dafür bestrafen. Sofern wir das denn können. So, okay. Einfach drauf. 3 verloren, 1 abgeschossen. 4 verloren, 2 abgeschossen, Alter. 2 verloren, 1 abgeschossen. Ja, ja. Okay, aber egal. Was soll's. Ist halt so. Ach so, Mist. Ich wollte doch eigentlich hier dieses italienische Ding die ganze Zeit schon eingesetzt haben, ne? Hätten wir einen Jäger mehr gehabt. Tja. Sieht auch ganz lustig aus. Komisches Teil. Ja. Was ich mir noch gewünscht hätte für das Spiel wäre, wenn man jetzt zum Beispiel hier bei Info noch so einen kleinen Flufftext zu den Einheiten hätte. Hat man aber leider nicht. Was man machen kann, ich habe hier ganz viele wegen dem DLC. Ich kann die das Tarndings verändern, was auch ganz cool ist. Und man hat auch hier, glaube ich, so abgefahrene irgendwo unten. Geil. Das ist halt durch die... durch die Field Marshal Edition. Man kann die wahrscheinlich auch irgendwie selber so da einfügen oder was. Keine Ahnung. Oh, auch geil in schwarz. Lassen wir mal. Jetzt ist der eine nur in schwarz. So kann man sich einzelne Einheiten daraus markieren. Das hatte ich mal in einer Kampagne gemacht für Panzer, weil da hatte ich ganz viele Panzer 4
Und dann wusste ich aber nicht immer direkt auf den ersten Blick, haben sie jetzt ja geändert, da sieht man es ja, wo meine Heldeneinheiten drin sind. Und weil da hatte ich nämlich zum Beispiel einen, der Verschanzung direkt wegmacht oder so. Und den hat man dann natürlich immer als erste Einheit zum Angriff genommen. Ja, und da habe ich dann den andere Farbe gegeben. Also war Winterkamo, aber dann hatte ich Winterkamo mit einem blauen Streifen drüber. Sah total geil aus bei den Panzern, finde ich. Also jetzt sowas voll Abgefahrenes wie das, was da teilweise bei war. Ist ja auch lustig, aber sieht ja nicht so cool aus. Das hier sieht ja richtig geil aus, finde ich, in Schwarz. Aber natürlich hier nur ein X, ist ja klar. Ja. Na gut, also den habe ich nicht weggekriegt. Kann mit der Artillerie jetzt gerade nicht viel machen. Ich hatte ja gesagt, ich will... Ja, guck mal, jetzt kommen nämlich hier noch mehr. Ich würde mich jetzt eher tendenziell ein Stück weiter zurückziehen, weil ich keinen Bock habe, hier jetzt meine ganzen Panzer draufgehen zu lassen. Die sollten jetzt eigentlich auch nicht weiter vorrücken, sondern wir können ja mal Hold Position machen. Weil ich meine, die stehen da ja ganz gut, die sollen jetzt nicht wieder hin zurücklaufen. Aber die müssen auch nicht unbedingt weiter angreifen. Okay, und dann würde ich sagen, einfach mal Runde Ende, weil 17 von 18, eine kommt also noch. Und dann haben wir's. So, Runde 18 von 18. Den, ich glaube nicht, dass ich ihn wegkriege, zumal meine jetzt hier auch schon alle so angeschlagen sind, aber wir greifen trotzdem. Wir könnten ja auch mal versuchen, den so komplett zu umstellen, dann kann der, glaube ich, nicht wegfliegen. Mal gucken, ob das funktioniert. Achso, scheiße, aber jetzt nicht mit dem... Ja, ist egal. Jetzt habe ich das dritte Jagdflugzeug nicht dabei. Ja, kann ich die Julia hier noch wegziehen. Ah ne, wir haben ja noch eins. Wir haben hier den Italiener. Nice. Ziehe ich die U auch noch weg, dann kriege ich ihn nämlich doch noch kaputt. Hoffentlich. Nö. Toll. Ja gut, dann sind echt Lappen hier, die Heinkel 100 oder Heinkel 51. Naja. Gut, irgendwas zu bombardieren lohnt sich nicht. Da, ach scheiße, die haben die Infanterie kaputt gemacht. Werde ich jetzt diesen Punkt hier gleich verlieren, weil ich werde jetzt nicht meinen Panzer da reinziehen und den dann da gleich auch noch verlieren. Einfach mal so. Cause why not? Ach shit, Luftabwehr, also greife ich nicht an. Na schade, und die kommen genau nicht hin und den da hatte ich wegbewegt. Okay, dann einfach nur so. So, eigentlich müsste jetzt, ich meine klar, die sind noch dran, eigentlich sind die Nationalisten noch dran und dann noch die Gegner, ja, da hat er sich das Feld zurückgeholt. Aber ich habe jetzt keinen Prestigeabzug gekriegt. Also ich habe ja vorhin, ich glaube, 50 gekriegt für die Eroberung des Felds. Kriegt man, glaube ich, auch immer nur beim ersten Mal, wenn man das einnimmt, aber er hat es jetzt halt zurück. Ja, das habe ich mir nämlich gedacht, jetzt wird hier noch ordentlich randaliert, die werden jetzt noch gut zerlegt. Deswegen besser, dass das die sind, als meine schönen Panzer hier. Oh, okay, geschafft. Historisch gesehen hat die Condor-Legion mit dem Angriff auf Malaga es eigentlich nur geschafft, die Jamie I, die erste zu beschädigen. Das, das Kriegsschiff hätte nämlich noch lange weiter durchgehalten und auch noch viele Bombenangriffe überstanden, bis es dann endlich irgendwann mal durch interne Feuer und Explosion kaputt gegangen wäre. Und obwohl gedacht wurde, dass die Feuer durch eben die Bombardierung und durch Unfälle passiert werden, haben einige gedacht, es wäre Sabotage gewesen. Okay. So war es also historisch. Naja, Lagebesprechung. Okay, mehr kann ich hier nicht machen, aber Lagebesprechung beenden. Sieg. Gut, hier sehen wir wieder so eine Übersicht mit Verhältnis Kills-Verluste. Das war wahrscheinlich der, der das Schiff kaputt gemacht hat. Vernichtete Punkte, ich weiß es nicht.
Ansonsten ist Kill-Dings-Verhältnis hier eigentlich immer nicht so geil bei den Einheiten, also, weil die jetzt halt im Moment noch nicht so stark sind. Aber egal, was soll's, ne? Im Krieg gibt's halt Verluste. So, wir gucken mal, wie die Story und so zu der nächsten Mission ist, ob was sich jetzt hier so entwickelt. Und ich denke, da bin ich aber bei diesem Video für heute erstmal raus. Denn wir sind jetzt schon wieder eine ganze Zeit dran. So, das ist ja hier die verbündete Spionendings-Anführerin, wie auch immer. So, guten Morgen, Herr General, guten Morgen, Lieutenant. Ich entschuldige mich für dieses frühe Treffen, aber ich habe ja ganz wichtige Nachrichten von General Franco. Und zwar, danke für die Hilfe. Wir sind jetzt schon vor unserem eigentlichen Plan. Wir haben jetzt unsere, den oder vor uns liegt der Plan, einen Hauptstronghold, also eine Hauptstellung der Nationalisten in Sevilla zu unterstützen. Ja, war natürlich hier unser, hier, ne, haben wir natürlich gerne gemacht und ich schätze, der General ist soweit zufrieden. Ja, natürlich. Und als Resultat daraus hat er uns schon das nächste Ziel genannt, nämlich Madrid. Oh, das ist ja sehr ambitiös. Sind wir denn wirklich schon bereit, um bis in die Hauptstadt vorzustoßen? General Franco, sagt sie jetzt wieder, also geiler Gesichtsausdruck. General Franco zielt darauf ab, dieses Vorgehen schnell umzusetzen, Lieutenant. Und das ist eine Entscheidung, wo ich voll hinterstehe, sagt sie hier. Wir sind immer noch mehrere hundert Meilen von Madrid entfernt, aber wir glauben, dass wir diese Distanz schnell überbrücken können, bevor die Republikaner überhaupt eine Streitkraft aufstellen könnte, die in der Lage wäre, uns zu stoppen. Deswegen ist das Primary Objective 4, ah, guck mal, jetzt ist es schon wieder entspannter. Primary Objective 4, wir sollen drei Siegfelder am Ende des Szenarios halten. Das ist nämlich jetzt wieder sowas. Selbst wenn ich die jetzt schnell einnehme, kann sein, dass die durch Gegenangriffe wieder verloren gehen. Als Bonus-Objective soll ich alle Victory-Hexes einnehmen. Und da ist nämlich eins ziemlich hier oben. Okay. Und das da auch noch. Das ist ein, ja, ich weiß nicht. Das zählt dann nur so als Zusatzding. Okay. Das einzige größere Hindernis zwischen uns und Madrid ist nämlich hier, und zwar ist das der Rio Guadiana. Ich weiß nicht, ist das der Fluss hier oder was? Hey, was? Wo ist Rio? Ich weiß nicht, wo das auf der Karte ist, sagt der Idiot hier. I meant River. The Guadiana River. Hahaha, ha, ha, weil sie kann ja nicht so gut Deutsch, Englisch oder so. Naja. Ja, okay, also hier der Fluss. Das ist das, was ich euch schon mal sagte, ist echt ein Problem. Ich weiß gar nicht, ob beim breiten Fluss Brückenpioniere reichen, doch ich glaube schon. Weil ansonsten kann man nämlich nur hier rüber. Dann fahr mal fort, da können wir auch noch rüber, sehe ich gerade. Ja, wie ich schon sagte, die republikanischen Truppen versuchen hier eine Truppe zu sammeln, um uns daran zu hindern, über diesen Fluss zu kommen. Aber der Großteil der feindlichen Truppen ist einfach nur lokale Miliz. Mein General, solange wie wir dazu in der Lage sind, Unterstützungseinheiten platt zu machen, sollten unsere spanischen Freunde kein Problem damit haben, diesen gegnerischen Infanterieabschaum auszulöschen. So. Aber er hat ja jetzt noch eine Frage. I have a question. What of the Republican Army Base? Achso, was ist genau an dieser Basis da dran? Ist da irgendwas Besonderes? Ja, und sie sagt, General Franco denkt, wir könnten das einfach links liegen lassen. Aber falls du das Teil da einnehmen willst, dann befürchte ich, dass ich keinen spanischen Infanterie-Support stellen kann dafür. Okay. Ah ja, naja gut, okay. Also, mein General, ich denke, oder ich würde vorschlagen, dass die Spanier unser Vorstoßen unterstützen, um unsere Ziele entlang dieses Guadiana-Flusses einzunehmen. Und dann sollten die sich da eingraben und die Teile beschützen. Also das ist so seine Idee. Und dann würde es an uns liegen, weiter Richtung hier Caceres vorzurücken.
Oder eben zurückzufallen und zu schauen, ob wir hier Bayados einnehmen können. So, sie freut sich jetzt und sagt: Okay, ich werde General Franco darüber informieren, dass die Condor-Legion, das Legion Condor, bereit ist auszurücken. Okay, zum Sieg für Deutschland und für Spanien. Ja, natürlich. Lagebesprechung beenden. So, was haben wir jetzt hier? One type is prototype like tank. Okay. Und Recon Vehicle. Cool. Jetzt, ah ja, hier. Ich habe 4 Commendation Points. Would you like to. Ah, okay, cool. Das ist ein ganz neues Feature. Also, das ist nicht so, dass ich neue Perks nehmen kann, sondern ich kann die jetzt hier für was Besonderes einsetzen. Also, ich könnte nämlich jetzt 3 Commendation Points ausgeben und dann würde ich deren Zeug kriegen. Weil die haben mir jetzt gesagt, hier, die spanischen Nationalisten haben es geschafft, einige feindliche Fahrzeuge zu erbeuten. Und eins davon ist nämlich ein Prototyp leichter Panzer. Und das andere ist ein sehr gutes Aufklärungsvehikel. Ja, soll ich das mal einsetzen, die Punkte? Warum nicht? Machen wir einfach mal. Motorize. Okay, jetzt habe ich nur noch einen so einen Punkt. Ich habe einen neuen Helden gekriegt, den Sebastian Schäfer. Der hat die Fähigkeit schwer zu treffen. Das heißt, die Einheit, in der er eingesetzt ist, hat den Vorteil, dass die feindlichen Einheiten um 10% schlechter treffen. Also die bekommen weniger Genauigkeit, wenn sie auf mich schießen, was für mich heißt weniger eigene Verluste. Okay, aber erstmal will ich natürlich sehen, was wir jetzt hier für geilen Scheiß kaufen können. Ist das hier der Light Tank? Wahrscheinlich schon. Der sieht ein bisschen eigenartig aus. Naval, kann der über Dings? Über Wasser? Ich glaube nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall 35 Stück, das ist gar nicht schlecht. Häufig hat man, also bei Avoided kenne ich es nicht, aber bei Prototypen, wenn man die kriegt, da hat man nur eine sehr begrenzte Anzahl. Das ist ganz am Anfang, wenn man den Tigerpanzer kriegt zum Beispiel. Da gibt es da nur 20 Stück von. So, und das ist halt Pech, wenn die dann kaputt sind, da kann man nicht mehr restocken. Aber könnte man ja überlegen, ob man den hier mal einsetzt. Mal gucken, wie der im Vergleich zum Panzer 1 ist. Der ist auf jeden Fall besser gegen Infanterie, genauso gut gegen gepanzerte Ziele, besser generell in der Verteidigung. Höhere Initiative, bisschen weniger Sprit, mehr Munition. Ja, ist echt nicht schlecht und ist nur geringfügig teurer. So, und das Wrecking-Vehikel, das soll das hier sein. Gucken wir mal, wie das gegen unser Sonderkraftfahrzeug hier abschneidet. Besser gegen Infanterie, bisschen teurer, besser in der Verteidigung gegen gepanzerte Ziele, also gegen Panzer und Fahrzeuge, aber schlechter gegen Flugzeuge. Höhere Initiative. Ja, nicht schlecht, nicht so der Oberknaller. Also das jetzt würde ich jetzt sagen, kann man zwar machen, aber ist jetzt nicht viel geiler als unser Teil hier, zumal unser billiger ist. Aber trotzdem nicht verkehrt. Okay, also den Panzer will ich auf jeden Fall einsetzen, weil okay, hier gibt es übrigens einen neuen Bomber, sehe ich gerade. Den haben wir, glaube ich, ne? Der hier ist aber beschissener, weil er ist billiger. Okay, aber der kostet auch fast nichts und belegt nur ein Feld. Aber der macht auch fast keinen Schaden. Und ist langsamer. Sieht eigentlich ganz geil aus. Naja, okay. Ich weiß noch nicht genau. Und U-52 als Bomber kann ich jetzt auch kaufen. Sehr schön. Ja, also ich weiß jetzt noch nicht genau, wie ich vorrücke und was ich mache. Okay, für die Italiener kann ich das auch kaufen. Ich weiß jetzt auch nicht, ob die Italiener jetzt immer als Hilfstruppen einfach zählen oder ob die einfach. Übrigens hier noch die schwarze U. Geil, das heißt, wir haben die mitgenommen. Also ob das jetzt immer nur Hilfstruppen sind oder ob ich die auch weiter mitnehme. Scheint ja nicht. Also die haben zwar beide die Trucks, hatte die eine Einheit von mir vorhin auch, aber die wird ja, glaube ich, vernichtet. Aber die sind ja auch wieder komplett replenished. Also ich denke, das sind andere Truppen und die Italiener sind immer die Hilfstruppen. So wie das in der einen Mission gerade schon gesagt war. Okay, ich würde auf jeden Fall sagen, an der Stelle machen wir mal einen Cut und beim nächsten Mal überlegen wir dann. Wie genau wir hier vorgehen, ich muss gucken. Also hier ist natürlich schön offen für Panzer, hier wieder nicht so sehr. Und die Lappen haben ja gesagt, die unterstützen das hier alles, aber dann nicht mehr hier hinten. Da das hier so schön offen ist, wäre es wahrscheinlich sinnvoll, tatsächlich mit den Panzern hier hochzugehen, hier anzugreifen, da anzugreifen, die Flugzeuge gut dafür einzusetzen. Ich muss mal gucken, ich weiß es noch nicht genau. Natürlich wird wahrscheinlich wieder alles hochreplenished, wir haben gut Kohle. Können noch eine Einheit kaufen. Vielleicht tausche ich auch ein Panzer 1 gegen so ein Beutedings da. So ein Prototyp-Panzer. Dieses Naval-Ding da oder so. Ich weiß noch nicht genau. Für heute sage ich auf jeden Fall erstmal wieder Danke fürs Zusehen. Und ja.
dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Und ich würde sagen, schönen Tag noch. Tschö.